Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück zu Skyrim. Tja, jetzt sind wir in Weißlauf angekommen und können hoffentlich dann auch jetzt mal die Stadt betreten. Ender? Ah ja, Ender ist auch da. Sehr schön. Noch schön am Tag. Wie waren wir gerade? 4 Uhr nachmittags. Gut, dann geht es aber jetzt schon wieder gegen Ende. Halt! Die Stadt ist wegen der Drachen abgeriegelt. Zutritt nur mit amtlicher Genehmigung. Luswald, bitte den Jarl um Beistand. Luswald ist auch in Gefahr? Jawohl. Ihr kommt wohl besser herein. Ihr findet den Jarl in der Drachenfeste oben auf dem Hügel. Sehr gut. Gehen wir mal. Danke, Ulfried. Herzlich willkommen in Weißlauf. Wir zahlen jeden Preis. Aber wir brauchen mehr Schwerter für die kaiserlichen Soldaten. Ich kann so eine große Bestellung nicht einfach alleine erfüllen. Warum schluckt ihr euren dickköpfigen Stolz nicht hinunter und bittet Eol und Graumähne um Hilfe? Da verbeuge ich mich eher vor Ulfric Sturmmantel. Außerdem würden die Graumähen niemals Stahl für die Armee herstellen. Wie ihr wollt. Ich nehme den Auftrag an, aber erwartet kein Wunder. Hallo, ihr seid Adriana. Ich habe hier einige gute Stücke, wenn ihr etwas sucht. Drinnen gibt es noch mehr. Könnt ihr bei der Schmiede Hilfe gebrauchen? Oh ja. Wie wäre es, wenn ihr mir einen Eisendolch schmiedet? Mhm. Hier ist alles, was ihr dafür braucht. Fangt ruhig an. Natürlich. Vergesst nicht, auch drinnen reinzuschauen, falls ihr etwas braucht. Anna, lass mich da gerade bitte dran. Es ging schnell. Wo bist du? Ich helfe meinem... Nicht schlecht, aber er ist etwas stumpf. Wie wäre es, wenn ihr ihn schärft? Ihr braucht nur etwas Metall und den Schleifstein dort drüben. Werner, du bist immer da dran, wo ich gerade dran muss. Was kann ich für euch tun? Ja, aufstehen. Danke. So, mein Eisendolch jetzt noch verbessert. Bring einen Gärteneisendolch zu Adriana. Ihr denkt, das alte... Ihr braucht etwas? Das sieht gut aus. Wenn ihr euch für eure Klingen Zeit nehmt, werden sie euch gute Dienste leisten, wenn ihr sie braucht. Mhm. Ihr wollt mir weiterhelfen? Wie wäre es, wenn ihr eine Rüstung anfertigen würdet? Beginnen wir damit, etwas Leder auf dem Gestell zu gerben. Danke. Beehrt mich bald wieder. Was wollte sie jetzt? Stell etwas Leder her. Wieder Leder. Gemacht. Ja? Ah, gut. Bei vielen Waffen und Rüstungen wird Leder für Bänder zum Anpassen und dergleichen benötigt. Sehen wir mal, ob ihr einen Pelzhelm anfertigen könnt. Hier ist der Rest von dem, was ihr braucht. Vergesst nicht, auch drinnen reinzuschauen, falls ihr etwas braucht. Nee, was wollt ihr jetzt bei Hersteller? Schauen gerade mal nach. Sein Pelze mehr, der wird doch hier hergestellt. Oder ach nee, der wird auch hier hergestellt, oder was? Imperial Tribune Cape. So. Nordische Schneid. Nee, da wird er auch bei der Schmiede gemacht. Hat ziemlich komplett rausgebracht. Pelze. Ja, da wird er hier hingestellt. Da. Ich helfe meinem Wenn ihr so weitermacht, sollte ich euch als Assistenten einstellen. Verbessern wir die Passform.
Nehmt dieses Leder mit zu dem Arbeitstisch dort drüben. Mhm. Ihr denkt, ihr habt Talent. Übt nur fleißig, dann werdet ihr eines Tages ein guter Schmied sein. Behaltet doch den Dolch und den Helm. Vielleicht denkt ihr dann an mich, wenn ihr Himmelsschmieden Stahl macht. Danke. Beehrt mich bald wieder. Ja, klar. Wenn ich jetzt schon hier bin, möchte ich den Kram auch wieder loswerden. Klingen, Helme, so ziemlich alles, was ihr braucht. Wieder Stahlbogen. Schön aus. Ich sehe gerade, ob ich eine Spitzhacke schon mal mitnehmen soll. Ist sie jetzt hier als Waffe oder als Werkzeug für Gestein abzubauen? Das ist gerade die Frage, die ich habe. Das behalten wir. Hälzchen kannst du gerne wieder haben. Den Dolch auch. Das war's. Dann gehe ich mal. Man sagt, dass die Akademie in Saartal herumschnüffelt. Magier, die sich in Grabstätten herumtreiben. Saartal. John Battleborn, Kampfgeborener wahrscheinlich. Seid gegrüßt, Stammesbruder. Was führt euch nach Weißlauf? Ich bin auf der Suche nach meinem Glück. Ah, ihr seid also auf Gold aus. Fragt einfach herum. In Weißlauf gibt es eine Menge Leute, die viel zu reich und fett sind, als dass sie irgendwas selbst erledigen würden. Ihr lebt hier? In der Tat. Schon mein ganzes Leben lang. Wir Kampfgeborene waren von Anfang an hier. Zusammen mit den Graumähnen. Unsere Familien waren über Generationen hinweg eng verknüpft. Doch Ulfric Sturmmantels Aufstand trieb einen Keil zwischen uns. Jetzt können wir einander kaum noch ansehen, ohne in Streit zu geraten. Einfach lächerlich. Es heißt, die Drachen seien nach Himmelsrand zurückgekehrt. Und das? Ja, das ist ein echtes Problem. Gibt's irgendwo Arbeit für mich? Ich weiß nicht, ob sie Mitglieder suchen. Aber ihr solltet mal mit den Gefährten reden. Die haben schon getroffen. Sind drüben in ihrer Halle, Jorvask. Wenn ihr mit Arbeit meint, eure Waffe in blutigen Schlachten zu erproben. Natürlich. Möge euer Schwert scharf und eure Zunge schärfer sein. Absolut. So. Ich würde sagen, wir gehen dann hoch zur Drachenfeste. Seid gegrüßt, Stammesgenosse. Ihr könnt euch glücklich schätzen, hier in der Stadt und nicht in Flussfall zu sein. Die armen Leute da haben nicht einmal eine Mauer. Zu regieren. Der bloße Gedanke ist für unsere Elfenherren unvorstellbar. Ihr passt doch auf euch auf, oder? Natürlich. So eine Rüstung hätte ich aber auch gerne mal. Ja, Fenne, mach's dir gemütlich. Was soll ich sonst machen? Gar nichts? Mein Herr, bitte. Dies ist nicht die Zeit für blinden Aktionismus. Ich bin der Ansicht, wir brauchen noch mehr Informationen, bevor wir handeln sollten. Das ist eine wirklich prächtige kaiserliche Rüstung. Was soll diese Unterbrechung? Jarl Balgrove empfängt keine Besucher. Ich habe Nachrichten von Helgen über den Drachenangriff. Das erklärt, warum die Wachen euch hineingelassen haben. Kommt, der Jarl wird sich persönlich mit euch unterhalten wollen.
Ihr wart also in Helgen. Ihr habt diesen Drachen mit eigenen Augen gesehen? Der Drache hat Helgen zerstört und das Letzte, was ich sah, war, dass er in diese Richtung davonflog. Da ist mir. Irelit hatte recht. Na, was sagt ihr dazu, Proventus? Sollen wir weiterhin auf die Stärke unserer Mauern vertrauen? Gegen einen Drachen? Mein Herr, wir sollten sofort Truppen nach Flusswald schicken. Es befindet sich in allerhöchster Gefahr, wenn dieser Drache sich in den Bergen herumtreibt. Der Jarl von Falkenring wird das als Provokation verstehen. Er wird annehmen, dass wir uns auf Ulfriks Seite schlagen und ihn angreifen werden. Genug! Ich werde nicht untätig mit ansehen, wie ein Drache mein Fürstentum niederbrennt und mein Volk abschlachtet. Irilet, schickt unverzüglich eine Einheit nach Flusswald. Ja, mein Jarl. Bitte entschuldigt mich. Ich muss mich wieder meinen Pflichten widmen. Das wäre wohl das Beste. Gut gemacht. Ihr seid zu mir gekommen, auf eigene Faust. Ihr habt Weißlauf einen Dienst erwiesen. Und das werde ich euch nicht vergessen. Hier, bitte nehmt dies als kleines Zeichen meiner Anerkennung. Ich hätte da noch etwas für euch. Vermutlich eine geeignete Aufgabe für jemanden, der über solche Fähigkeiten verfügt wie ihr. Kommt, begeben wir uns zu Faringar, meinem Hofzauberer. Er beschäftigt sich mit einer Frage, die mit diesen Drachen zu tun hat. Und mit Drachengerüchten. Jawohl, geht voran. Auf euch wird er hören. Bleibt mir mit euren Intrigen vom Leib, Rongar. Wenn ihr dem Jarl etwas zu sagen habt, tut es gefälligst mit eurer eigenen Zunge. Faringar, ich glaube, ich hätte da jemanden, der euch bei eurem Drachenprojekt helfen kann. Nur zu, weiht ihn in alle Einzelheiten ein. Der Jarl glaubt also, ihr könntet mir nützlich sein? Aber natürlich, er muss an meine Drachenforschung gedacht haben. Ja, ich könnte jemanden brauchen, der etwas für mich besorgt. Und mit besorgen meine ich, dass ihr in einer gefährlichen Ruine nach einer alten Steintafel suchen werdet, die vielleicht gar nicht dort ist. In Ordnung, wo soll ich gehen und was soll ich denn holen? Ihr kommt gleich zur Sache, was? Keine Fragen nach dem Wie oder dem Was. Das gefällt mir. Sollen sich eure Auftraggeber mit den Einzelheiten plagen, was? Ich habe von einer Steintafel erfahren, die im Ödsturz Hügelgrab liegen soll. Einem Drachenstein mit einer Karte verschiedener Drachengrabstätten. Die Tafel liegt vermutlich in der Hauptkammer des Ödsturz Hügelgrabes. Geht dorthin, findet die Tafel und bringt sie mir. Ganz einfach. Und meint ihr diesen alten Stein? Ah, der Drachenstein aus dem Ödsturz Hügelgrab. Ihr habt ihn schon gefunden. Ihr seid wirklich aus einem anderen Holz geschnitzt als die Rohlinge, die der Jarl mir sonst schickt. Und was mit meiner Belohnung? Das müsst ihr mit dem Jarl klären. Oder mit seinem Vogt, Aveniki. Einer von beiden wird euch sicher angemessen belohnen. Okay. Faringar! Faringar, ihr müsst sofort kommen. Ein Drache ist ganz in der Nähe gesichtet worden. Ihr solltet auch kommen. Ein Drache, wie spannend. Wo wurde er gesehen? Was hat er getan? Ich an eurer Stelle würde das ein wenig ernster nehmen. Wenn ein Drache Weißlauf angreift, können wir ihn vielleicht nicht aufhalten. Dann mal los. Irelet hat mir erzählt, ihr kommt vom westlichen Wachturm. Ja, mein Herr. Sagt ihm, was ihr mir gesagt habt über den Drachen. Nun, das ist wahr. Wir haben ihn aus Richtung Süden kommen sehen. Er war so schnell. Schneller als alles, was ich je zuvor gesehen habe. Was macht er? Greift er den Wachturm an? Nein, mein Fürst. Er kreiste nur in der Luft, als ich flog. Noch nie in diesen Hallen hat niemand außer dem Jarl das Sagen. Vergesst das. Gute Arbeit, Sohn. Wir erledigen den Rest. Geht doch runter zur Kaserne, um etwas zu essen und euch auszuruhen. Ihr habt es euch verdient. Irilet, ihr trommelt besser ein paar Wachen zusammen und marschiert dorthin. Ich habe meinen Männern schon befohlen, sich beim Haupttor zu sammeln. Gut,
enttäuscht mich nicht. Wir haben keine Zeit für Formalitäten. Ich brauche wieder einmal eure Hilfe. Ich möchte, dass ihr Irilet begleitet und ihr helft, gegen diesen Drachen zu kämpfen. Ihr habt Helgen überlebt. Das heißt, ihr habt mehr Erfahrung mit Drachen als alle anderen hier. Aber ich habe nicht vergessen, welchen Dienst ihr mir erwiesen habt, indem ihr Faringar den Drachenstein besorgt habt. Als Zeichen meiner Anerkennung habe ich Aveniki angewiesen, dass ihr nun dazu befugt seid, hier in der Stadt Eigentum zu erwerben. Oh. Und bitte nehmt dieses Geschenk aus meiner persönlichen Waffenkammer entgegen. Ja. Ich sollte mitkommen. Ich würde diesen Drachen nur zu gerne sehen. Wunderbar. Nein. Ich kann es mir nicht leisten, euch beide zu verlieren. Ich möchte, dass ihr hier bleibt und darüber nachdenkt, wie wir diese Stadt gegen die Drachen verteidigen können. Wie ihr befehlt. Noch etwas, Irilet. Das ist kein Himmelfahrtskommando. Ich muss wissen, womit wir es zu tun haben. Keine Sorge, mein Herr. Ich bin die Vorsicht selbst. Okay. Was haben wir hier für eine Karte? Festung Ivarstadt mal markiert. Normal. Intern. Aus Stein. Ist zum Grünwald. Lüften. Ist zum Kastorf. Der Feste. Intern. Dämmerstern. Ist zum Dunstad. Graumor. Sonnenwacht. Wir brauchen nicht, wenn das alles hier ist. Irilet, diesen Drachen zu töten, ehe er Weißlauf angreift. Natürlich, hier steht noch ein bisschen Weg. Keine Zeit zu verlieren. Also, dass sie in Englisch stehen, das werde ich auch gleich ändern nach dem Let's Play. Das ist durch die Mod, wo denen ihre Optik verändert wurden. Pandorable Mails, glaube ich, heißt die. Aber warte mal, Fangio. Besucht ihr die Drachenfeste, um über die andauernden Feindseligkeiten zu diskutieren, wie die anderen großen Krieger? Nein, habt ihr was zu verkaufen? Werft einen Blick darauf. Zauberbücher, was hast du denn alles für Zauberbücher? Das Polzen, der Zauber erleidet keinen Schaden, wenn er in den Ring fällt. Ein Blitz der Gesundheitsmagie hat so viele Punkte Blitzschaden zufügt. Oh, du hast aber eine Menge Feueratronagen beschwören. Wenn ihr die entsprechende Begabung habt, solltet ihr die Akademie der Magier in Winterfeste besuchen. Mhm, ich muss weiter. Werner, auf geht's. Feueratronagen beschwören. Das liebe ich ja. Wir könnten eigentlich auch mal, den können wir auch mal markieren und hier den auch. Ah, ich besitze dafür noch nicht genug Magicka, auch interessant. Ist nicht schlimm. Wenn wir ein Level up sind, dann müssen wir da wieder auf Magicka setzen. Ist kein Problem. Oder halt natürlich, wir investieren auch in Beschwörung, dass wir dann zum Beispiel weniger bezahlen müssen quasi. Also einfach weniger Magie für ein Atronach zu beschwören. So, was haben wir denn hier? Besucherkeit des Kupferkerzels in Weißlauf. Mein lieber Nasim, ich liebe nichts daran ist falsch. Der Treffpunkt. Was ist das denn? Jeden Tag bestelle ich die Felder neben ihm und jede Nacht träume ich von ihm. Sein Körper sagt mir, dass er seine Arbeit liebt. Er ist mehr als ein Körper aus Muskeln.
Er hat die richtige Kombination von Kraft und Herz und ich möchte meine Gefühle gestehen, aber ich habe Angst davor, dass es vielleicht falsch ist. Ich weiß, dass wenn ich es sage, dies unser Verhältnis verändern wird, aber wird er das Gleiche für mich empfinden? Ich kann dieses Geheimnis nicht mehr lange verbergen und ich hoffe, dass er das liest und versteht. Ich weiß nicht, was ich jetzt tun werde, vielleicht alles opfern. Was ich weiß, ist, dass ich ihn immer lieben werde. Mara hilft mir, ein verliebter Mann. Oh mein Gott. Interessant. Willkommen. Sagt Bescheid, wenn ihr noch etwas braucht. Ich glaube, ich habe hier irgendwo noch einen sauberen Becher. Hulda. Man sagt, dass die Akademie in Sartal herumschnüffelt. Mhm. Magier, die sich in Grabstätten herumtreiben. Daher kann sicher nichts Gutes kommen. Ich möchte gern Zimmer mieten. Natürlich. Für heute gehört das Zimmer euch. Ich zeige euch euer Zimmer, hier entlang. Pinakraumen. Zu verkaufen. Eine gezähmte Bergziege kann großzügig zum Hals der Welt und zurücktragen. Gibt viel Milch. Falls ihr dann Kauf seid, meldet euch bei Halvar in Rorikstadt. Okay. Okay, in Rorikstadt können wir eine Ziege kaufen. Ich habe nicht mal ein Anwesen. Was soll ich mit einer Ziege? Mein Herr, habt ihr eine Münze übrig? Lucia. Ich bin ein einziges Goldstück. Bitte. Ich bin so hungrig. Kann dir nichts geben, sonst hätte ich dir was gegeben. Ich arbeite für Beletor im Gemischtwarenladen. Oder? So. Ach ja. Na, ein bisschen wieder schlafen. Schön gemütlich machen. Bis am nächsten Tag. Und dann kümmern wir uns um den Drachen. Ich bitte euch nur um ein paar Septime, damit ich etwas Essbares kaufen kann. Oh, Sadia. Ja, Mama? Vergesst nicht, wer den Kopf gesetzt hat. Mhm. Ich frage mich, ob beim Drachen überhaupt jetzt schon gewachsen sind. So früh am Anfang. Vielleicht sollten wir noch ein bisschen... Deswegen konnte ich der Kleine eben nichts geben. Ich habe gar kein Gold mehr. Das ist schlecht. Ich wurde doch bereits gesagt, dass ihr hier nichts zu suchen habt. Also kehrt um und geht dorthin zurück, wo ihr herkamt. Wir machen keinen Ärger. Alles, was wir möchten, ist nach ihr zu suchen. Mir ist egal, was ihr macht. Nach all dem, was geschehen ist, könnt ihr euch glücklich schätzen, wenn ich euch nicht ins Gefängnis werfe. Und jetzt verzieht euch. Wir kommen wieder. Es ist noch nicht vorbei. Ihr da. Wir suchen jemanden in Weißlauf und bezahlen gutes Geld für Informationen. Wen sucht ihr denn? Eine Frau. Eine Fremde in diesem Land. Rotwardone. Wie wir. Sie benutzt wahrscheinlich nicht ihren echten Namen. Wir bezahlen für jegliche Informationen über ihren Aufenthaltsort. Wir sind hier in Weißlauf nicht willkommen. Ihr findet uns in Rorikstadt, wenn ihr etwas erfahren solltet. Warum sucht ihr die Person überhaupt? Das geht euch nichts an. Ihr müsst nur wissen, dass wir für Informationen bezahlen. Wenn ihr nicht interessiert seid, könnt ihr gehen. Wen sucht ihr nochmal? Wir suchen nach einer Flüchtigen aus Hammerfell. Eine Rotwardone. Sie könnte irgendwo in dieser Stadt sein. Sucht uns in Rorikstadt auf, wenn ihr sie findet. Fenner? Was machst du denn da hinten? Fenner? Okay. Willst du hier bleiben, Fenner? Weil ich glaube, ich gehe jetzt weiter. Schwerter sind ja auch schon abgefahren. Gibt es etwas Neues von unserem Steinbruch? Welcher Steinbruch?
So, meine Freunde, ich würde mal sagen, wir sind dann auch hier wieder am Ende der nächsten Folge. Weil jetzt gerade noch so am Ende den Drachenangriff hinquetschen möchte ich jetzt auch nicht. Das machen wir dann in der nächsten Folge. Bis dann, macht's gut und ciao, ciao.